Ob Reparaturtreffpunkt, Repair-Café, Elektronik-Hospital oder Kaffee kaputt, Reparaturinitiativen stiften Menschen aus ganz unterschiedlichen Einkommens- und Bildungsschichten zu umweltfreundlichem Ungehorsam an. Eine neue Form sozial-ökologischer, zivilgesellschaftlicher Bewegung legt praktisch Hand an Konsum- und Wegwerfpraktiken und schraubt am Verständnis dessen, was wir als Verbraucherinnen können, sollen und dürfen. Darüber werden wir sprechen in der Reparaturausgabe von Werkstatt Zukunft, über die Schlüsselrolle von Bildung, wenn Schülerinnen und Schüler, also die Lernenden, im Mittelpunkt stehen. Mit Sebastian Voss, Tutor und Student an der Technischen Universität in Hamburg, Institut für technische Bildung und Hochschuldidaktik, zum Thema Reparaturwissen und Reparaturkönnen in der Lehrerbildung am Beispiel Fahrradreparatur. Du hast auch was mitgebracht, wirst du gleich vorstellen. Und wir sprechen mit Traugott Haas und Dr. Stefan Scheuerer von der Universität Vechta, Studienfach Designpädagogik. Die einzige Uni bundesweit, an der ich Designpädagogik studieren kann. Werdet ihr gleich bitte nochmal erklären, was sich hinter der Designpädagogik verbirgt. Wir sprechen darüber, Kinder und Jugendliche für ihre gestaltete Umwelt zu sensibilisieren. Sebastian, wie groß sind denn das Wissen und das Können um die Reparatur eines Fahrrades in der Schulung? Was ist so deine Erfahrung durch das Projekt? Also genau, wir sind ja derzeit eigentlich daran, Studierende auszubilden oder zu sensibilisieren für das Thema Reparaturwissen und Können, um das dann an die Schulen weitertragen zu können. Heißt, wir wollen erstmal bei den Studierenden die Hemmschwelle nehmen, an Fahrrädern zu arbeiten oder an technischen Geräten zu arbeiten, um daran dann Spaß zu entwickeln, so wie wir ihn haben, und das auch an Schüler weitervermitteln zu können. Und wie seid ihr auf das Produkt Fahrrad gekommen, auf den Gegenstand Fahrrad? Also entstanden ist es in dem Seminar Reparaturwissen und Können in der Lehrerbildung im Sommersemester 2017, und dort haben wir halt ein Thema gesucht, was lebensnah oder einen Lebensweltbezug für die Schüler, aber auch für uns hat, und sind dann relativ schnell auf das Thema gekommen, Fahrrad. Gerade in einer Großstadt wie Hamburg oder Berlin oder anderen Großstädten ist Thema Fahrrad immer wieder im Spiel oder im Gespräch, weil es halt zu einer Art Mobilitätswende kommen muss und da Fahrrad einfach das Thema ist, was alles andere überschattet. Du hast eben noch von einer Hemmschwelle gesprochen bei den Studierenden. Was meinst du mit der Hemmschwelle? Mit Hemmschwelle meine ich einfach, dass viele Studierende oder auch andere Erwachsene oder Jugendliche einfach Angst davor haben, Geräte anzufassen, auseinanderzubauen, wieder zusammenzusetzen, zu pflegen, zu warten, weil ihnen das vielleicht in der Jugend nicht vergönnt war, damit zu arbeiten oder das zu machen, beziehungsweise weil auch das Verständnis für das Gerät selber fehlt und deswegen auch keine Idee dahinter ist, wie man Geräte reparieren oder warten kann. Interessant. Traugott und Stefan von der Universität Vechta, nochmal eben Designpädagogik. Ich habe eben gesagt, das ist die einzigste Uni, an der ich bundesweit Designpädagogik studieren kann. Was verbirgt sich hinter der Designpädagogik? Also es gibt diese Bandwurmbeschreibung, die heißt, Designpädagogik ist eine Design-Verständnis-, Vermittlungs-, Gestaltungswissenschaft. Okay, denk, Bandwurm. Sag's nochmal bitte. Nur um zu testen, ob es geht. Ne? Ja. Design, Verständnis, Vermittlungs-, Gestaltungswissenschaft. Also es geht im Kern ein Stück weit darum, eigentlich den Designprozess als didaktische Klammer auch zu nutzen. So, das ist, glaube ich, die einfachste Formulierung. Oder willst du noch was ergänzen, Stefan? Ja, also es geht nicht darum, Designer auszubilden, sondern der Begriff Pädagogik hinter dem Design zeigt, es geht um Vermittlung, und wir haben Studierende, die in das Lehramt gehen, für das Fach Werken zum Beispiel. Und da geht es darum, wie Traugott sagte, dass wir den Designprozess als didaktisches Instrument nehmen, um Verständnis für solche Gegenstände wie das Fahrrad zu entwickeln. Was steckt dahinter? Warum sieht das Fahrrad überhaupt so aus? Und da sind wir eben auf der Gestaltungsebene beim Design. Dann haben wir das auch besprochen. Designpädagogik. Vielen Dank. Die modernen Produktionsbedingungen, die gehen ja stark dorthin, den Menschen zu entfremden von sich, von seiner Arbeit und der Welt überhaupt. Meine These ist ja, dass eine Umkehr zwingend nötig ist, hin zum Anfassen und auch wieder zum selber reparieren. Hast du ja eben auch schon angedeutet. Was leistet denn in diesem Prozess die Designpädagogik? Das ist eine gute Frage. Okay, danke. Stefan, du?
Also wir merken eben bei den Studierenden, dass immer noch ein Grundbedürfnis ist, materielle Erfahrungen zu machen. Ob es jetzt mit Ton, Holz, Metall ist. Die digitalen Medien haben das noch nicht komplett verdrängt. Es ist einfach ein Grundbedürfnis der Menschen, ihre Hände auch zu benutzen. Und das nutzen wir auch tatsächlich in diesen eigenen Erfahrungen. Also ästhetische Erfahrungen nennen wir das, mit allen Sinnen zu lernen. Und diese Sinne helfen uns auch bei Reparaturaufgaben dann, weil wir den Defekt erkennen, also über das Visuelle oder über den Klang oder über andere Sinneskanäle können wir uns dem nähern. Und dieses Erfahrungswissen haben, wie man in der Forschung gesehen hat, gerade Techniker, Ingenieure, die viele Jahrzehnte im Beruf sind. Und das kann immer noch kein Computer so schnell Defekte dann identifizieren, was Menschen immer noch aufgrund ihres Wissens, ihrer Erfahrungen dann nutzen können. Magst du noch ergänzen, Traugott? Ja, also was mir dazu einfällt, ist auch einmal noch der Begriff der lebenspraktischen Kompetenzen, was bei ihm ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen wurde, dass bestimmtes Wissen oder bestimmtes Können auch de facto einfach gar nicht mehr vorhanden ist, weil man sich nicht mehr so dermaßen mit diesen Dingen auseinandersetzt einfach, weil vieles sich das Konsum und auch ja, das Nutzungsverhalten der Leute extrem stark verändert hat eben. Und ich denke, also ich würde dem beipflichten, dass es richtig ist. Also da muss ein bisschen was passieren. Letztendlich werden die Leute das merken, ein Smartphone kann man nicht essen oder das ernährt einen nicht. Nichtsdestotrotz ist aber eigentlich das auch eine Form von Werkzeug eben. Und wenn man das so sieht, als Werkzeug auch annimmt, dann nicht nur als Lifestyle-Gadget oder so, dann kann man sich den Dingen auch wieder anders öffnen oder auch anders damit umgehen. Auch in der Lehre, auch im Unterricht. Du siehst, du bist nicht allein mit deiner Hemmschwelle, sondern den Kollegen aus Vechta geht es ganz, ganz ähnlich. Was hast du uns mitgebracht, Sebastian? Genau, wir das hier ist jetzt eine Leihgabe vom Landesinstitut für Lehrerbildung in Hamburg, die auch mal als Fortbildung für Lehrkräfte Fahrradreparatur angeboten haben, aber mittlerweile personell nicht mehr so aufgestellt sind, um das umzusetzen. Was ja auch schade ist, ne? Definitiv, aber dadurch, dass wir dieses Thema wieder aufgegriffen haben und auch in Kooperation mit dem LI wieder diese Fortbildung anbieten wollen, haben sie uns verschiedene Materialien erstmal zur Verfügung gestellt, mit denen man halt ganz anschaulich so bestimmte Funktionen oder Funktionsweisen, aber auch Pflege- und Wartungsarbeiten veranschaulichen kann. Also wie an dem Modell ist es zum Beispiel so, dass das aus dem Fahrrad herausgeschnitten wurde, aber die komplette Gangschaltung oder die Gruppe der Gangschaltung dran geblieben ist und man hier übungshalber, ohne halt was kaputt zu machen, die Gangschaltung einstellen kann beispielsweise. Oder auch die Funktion der Gangschaltung erläutern kann, was passiert, wenn die Kette auf dem kleinsten Ritze und dem größten Zahnrad ist oder was passiert auf dem größten Ritze und wie ist die Umsetzung dann, also wie viel Radumdrehungen habe ich dadurch dann. Und das kann man alles sehr, sehr anschaulich erläutern, ohne dafür ein komplettes Fahrrad irgendwie auf den Tisch stellen zu müssen. Genau. Was sagen die Designpädagogen zu dem Modell? Stefan. Ich bin neidisch. Ja, also so Funktionsmodelle sind ganz wichtig. Wir sind ja nicht das Fach Technik, deswegen haben wir sowas weniger. Aber wir arbeiten eben dran, dass die Studierenden Funktionen erkennen und gerade diejenigen, die mit Kindern arbeiten, diese elementaren Begrifflichkeiten, die hinter der Funktionalität stehen, dass man mit einfachsten Mitteln sowas eben auch zeigen kann. Also wie funktioniert so ein Kettenantrieb, wie ist das Verhältnis der Zahnräder, wenn ich große, kleine habe. Das kann man auch mit aus Wellpappe zum Beispiel, kann man ganz einfach Zahnräder herstellen, ganz schnell in verschiedenen Durchmessern und darüber kann ich auch Übersetzungsverhältnisse simulieren und solche Dinge machen wir dann eben, die tatsächlich dann anwendungsbezogen eher für die Kinder eben sind oder Jugendlichen dann, wenn man nicht so schicke Funktionsmodelle zur Verfügung hat. Wie kann ich mir selber helfen? Das ist vielleicht auch unser Anliegen, also den Studierenden beizubringen, selber Vorrichtungen zu bauen, um solche Sachen
zu simulieren oder herzustellen und solche Sachen. Das Fahrrad ist in der Stadt eine gute Möglichkeit, die nötige Mobilitätswende selber umzusetzen und sich emissionsarm fortzubewegen. Schlau ist es natürlich auch noch, wenn ich mein Fahrrad selbst reparieren kann. Wie ist dein Projekt, das Fahrrad, im Bildungsplan des Lernbereiches Arbeit und Beruf denn angenommen worden von den angehenden Lehrerinnen und Lehrern? Also wie gesagt, das Thema Fahrradreparatur ist ja aus dem Seminar Reparaturwissen und Können entstanden und da waren wir relativ schnell und auch einstimmig dafür, dieses Thema halt anzuwenden, weil das halt etwas ist, was allgegenwärtig ist, dieses Gespräch. Und da gibt es ja ganz verschiedene Themen, die immer wieder auf das Fahrrad zurückzuführen sind und auf die Fortbewegungsmittel Fahrrad. Und da geht es um Themen wie die an Schulen, dass dort immer wieder zu Staus kommen, weil die Eltern ihre Kinder mit den Autos vorfahren, mit den großen SUVs und dadurch den Platz auf den Straßen verbrauchen und man halt mit dem Fahrrad eigentlich viel, viel mobiler, viel schneller, viel gesünder lebt. Und wenn man dann halt noch sagt, okay, ich kann das Fahrrad auch selber reparieren und im Zuge der Nachhaltigkeit auch nicht immer teure neue Teile oder teure Reparaturen durchführen lassen muss, sondern durch einfache Pflege- und Wartungsarbeiten selber mein Fahrrad langlebiger machen kann, wurde das sehr, sehr gut angenommen. Also weil das Studierende nicht bloß für die Schülerinnen und Schüler erkannt haben, sondern auch für sich selbst. Also viele Studierenden standen auch das erste Mal davor und haben bestimmte Pflege- und Wartungsarbeiten an ihrem eigenen Fahrrad halt durchgeführt, was sich vorher nie getraut haben. Warum ist das so? Warum sind wir so sozialisiert worden, dass wir noch nicht mal schaffen, irgendwie die Luft aufzupumpen in einem Reifen? Das ist ja echt irgendwie doch sehr basal. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen das Thema der Verbrauchsgesellschaft. Also es ist teilweise günstiger, ein neues Fahrrad irgendwie zu holen oder ein neues gebrauchtes Fahrrad, was in dem Moment funktioniert, zu holen, als sich selber halt eine halbe Stunde hinzusetzen und die Pflege und Wartung durchzuführen. Und vielleicht auch nicht die Regelmäßigkeit drin ist, okay, vor jeder Radtour checke ich einmal, ob alles funktioniert und kann dann mir sicher sein, dass ich auch Spaß an der Radtour habe. Aber wenn Leute immer wieder ein Problem mit der Gangschaltung haben, aber nicht wissen, wie die funktioniert und wie ich die instand halte, dann geht halt auch der Spaß an dem Fahrradfahren selber verloren. Hast du uns noch ein Buch mitgebracht, das ihr entwickelt habt hier zur Fahrradtechnik? Entwickelt auf gar keinen Fall. Das ist das Fachbuch von den Zweiradmechanikern selber, was in der Ausbildung genutzt wird. Und wir haben einfach festgestellt, dass man auch ohne das Know-how, also wir sind ja jetzt auch keine ausgebildeten Zweiradmechaniker, bei uns geht es ja auch wirklich nur um Pflege- und Wartungsarbeiten und selber die Kompetenz zu entwickeln, auch zu erkennen, okay, bis zu welchem Punkt kann ich mir selbst helfen und ab welchem Punkt muss ich die Fachleute dann halt aufsuchen. Ab wann wird es denn kompliziert beim Fahrrad? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Das ist auch so ein bisschen die Frage, wie sehr und wie viel man sich damit beschäftigt. Ich beschäftige mich relativ viel damit und traue mir vielleicht mehr zu, als eine Person, die sagt, ich habe vorher noch nie was mit dem Fahrrad zu tun gehabt oder noch nie Arbeiten am Fahrrad erledigt, die dann natürlich an einem ganz anderen Punkt steht. Aber das Buch gibt halt so einen ganz guten Überblick, okay, was gibt es eigentlich alles am Fahrrad und was ist mit relativ einfachen Schritten zu erledigen und was erfordert ein höheres Verständnis von dem Fahrrad selber. Von der TU Hamburg nochmal zur Uni Vechta. Jungen Menschen fehlt es in der Schule ja daran, ästhetische Erfahrungen zu machen. Hast du eben selber schon beschrieben, Stefan. Inwiefern ist denn Design überhaupt ein Thema in der Bildung? Ja, das ist auch die Frage, warum ist das eigentlich in der Bildung kein Thema oder nicht so? Also Designthemen stehen in allen möglichen curricularen Manifesten mit drin. Unverrückbar. Ja, also steht schon mit im Lehrplan, aber tendenziell eigentlich immer irgendwie verbändelt mit dem Kunstunterricht und nach Möglichkeit eben in der Oberstufe. Und das ist natürlich schon die Frage, warum ist das so? Denn wir leben in einer vollkommen nicht durchdesignten, aber in einer gestalteten Dingwelt. Und wenn man den Begriff Design ein bisschen vom Wortstamm her auseinanderlegt, dann das Designieren heißt ja auch nichts anderes als bestimmen. Also, und diese Dinge, die uns umgeben, sind ja nicht zufällig so, sondern ganz bestimmt so. Und dass eigentlich gerade da auch im Grundschulbereich irgendwie eine Auseinandersetzung fehlt, finde ich zumindest bemerkenswert eben. Denn viele merken das vielleicht erst in dem Moment, wo sie selber anfangen, sich Einrichtungsgegenstände mal zu kaufen, dass man den Stuhl nicht mit den Augen, sondern eigentlich mit dem Hintern kaufen muss. Oder man weiß sehr schnell, weshalb ein Stuhl für 15 Euro eben auch nur 15 Euro kostet, weil er einfach nach 2 Wochen nicht mehr bequem ist oder nicht gut funktioniert und so. Und das sind alles Themen, also Design generell bietet so viele, ist so ein großes Themenspektrum,
was viele Schnittstellen, das stellen wir auch fest, zu anderen Fächern bietet, sei es jetzt zu den Sprachen, angewandte Mathematik oder eben auch ganz klar zum Sachunterricht, wo wir merken, dass da diese Themen aber unter einem anderen Aspekt eben auch abgefasst sind. Da geht es um die Auseinandersetzung mit den Sachen, nicht mit den Dingen und nicht mit Design. Aber die Überschneidungskreise sind sehr groß. Reparatur in der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist das Thema dieser Abschlusstagung in der Uni Oldenburg. 3 Jahre lang ist dazu geforscht worden, angehende Lehrkräfte zu befähigen und auch zu inspirieren, die Reparatur als Bestandteil der Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Unterricht einzubetten. Schau doch mal in die imaginäre Glaskugel, Sebastian. Wie wird dieses Vorhaben funktionieren? Was wird da klappen? Also in Bezug auf die Fahrradreparatur, wir binden es ja bei uns an der Hochschule selber in das Thema ein, des Projektseminars im Masterstudiengang Arbeitslehretechnik unter dem Thema Metallbearbeitung oder Metallarbeit. Und an den Schulen kann man es in ganz unterschiedlichen Themengebieten einbetten, ob man es jetzt wirklich als Teil des Unterrichts nimmt. Sowas wie Übersetzung kann man in die Physik mit einbauen, man kann in den Werkenunterricht die Metalltechnik mit einbauen oder man erstellt halt Schülerfirmen oder Schüler-AGs, an denen Fahrradreparatur durchgeführt wird. Genauso kann man auch Upcycling-Projekte daraus machen, dass man sagt, okay, Fahrradteile, die wir nicht mehr reparieren können, nutzen wir für andere Zwecke. Zum Beispiel kann man aus Schläuchen wunderbare Bauchtaschen machen oder aus den Mänteln auch irgendwelche rutschfesten Füße für Stühle, Tische etc. pp. Machen. Da spitzen die beiden aus Fechter gerade die Ohren, spüre ich. Genau, aber wir denken einfach gerade in Bezug auf das Thema Mobilitätswende, gehört das einfach dazu, dass dieses Vertrauen zum eigenen Handeln oder zum eigenen Können auch geweckt und verstärkt wird. Die gleiche Frage auch an Traugott und an Stefan. Wie reif ist die Zeit für Reparatur in der BNE, in Bildung für nachhaltige Entwicklung? Ja, also ich würde mich gerne beim Vorredner anschließen. Also das angesprochen ist, nennt sich ja Upcycling mit dem schönen neudeutschen Wort. Und wir haben festgestellt, es funktioniert unter dem Label Designprozess, wenn die Menschen anfangen, kreativ zu werden, als in dem Fall unsere Studierenden, die auch mit Kindern dann in der Schule gearbeitet haben. Also man kann durchaus kreative Prozesse anstoßen und darüber eben auch nachdenken, wie wir nachhaltiger wirtschaften können, beziehungsweise auch wie wir mit dem Müll, den wir immer noch in zu großen Mengen produzieren, neue Dinge gestalten kann. Und wenn es ein Bezug für einen Stuhl ist oder eine Bespannung, auch da ist dann wieder die Funktion als Lernmöglichkeit gegeben, also sich mit den Dingen auseinanderzusetzen und in neue Möglichkeiten auch zu entlocken. Und da, glaube ich, sind wir ganz positiv, dass die Studierenden das angenommen haben. Sie sind unheimlich kreativ in den 3 Jahren gewesen und weil es alles angehende Lehrer, Lehrerinnen sind, hoffen wir, dass sie das auch entsprechend in die Schulen tragen und darüber das Ganze sich noch weiter verbreitet. Die Frage auch noch an dich, Traugott, wie reif ist die Zeit für Reparatur in BNE? Ja, ich denke, dass das eigentlich ein ziemlich guter Zeitpunkt ist. Das wurde vorhin eingangs auch schon von Peter Röben gesagt, dass das sticht eigentlich ja momentan generell auch in so einem Trendthema gesellschaftlich oder einen gesellschaftlichen Wandel, den wir, glaube ich, zurzeit erleben, mit rein. Und von daher gehe ich davon aus, dass das wird bleiben einfach. Also das, ja. Werkstatt Zukunft in dieser Ausgabe zum Reparieren aus der Universität Oldenburg. Dankeschön an Sebastian Voss von der TU Hamburg, die uns mögliche Hemmungen vor kleineren Reparaturen genommen hat. Auch im Unterricht kann es funktionieren, die nötigen Kompetenzen für die Pflege und Wartung von Fahrrädern zu erlangen. Und eine funktionierende Fahrradwerkstatt in einer Schule ist, glaube ich, kein Hexenwerk, ne?
Dankeschön auch an Traugott Haas und Dr. Stefan Scheuerer von der Universität Vechta für ihren genaueren Blick auf unsere Umwelt und auf die Dinge, die uns umgeben und bei Schülerinnen und Schülern die Lernerfahrung stärken soll. Danke an alle diejenigen, die sich noch selber Gedanken machen. In Werkstatt Zukunft gibt es noch mehr darüber, die Gesellschaft zu reparieren. Wer einen platten Reifen flicken kann, ist klar im Vorteil. Machen Sie es gut. Tschüss.